Hallo, mein Name ist Gamero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Heavy Rain. Ja, wir wurden gerade eben noch von unserer Dame ein bisschen geheilt und jetzt sind wir mit Ethan zusammen alleine hier in seinem Motelzimmer und es geht weiter mit der Geschichte um den Origami-Killer. Und hier sind die nächsten Origami-Figuren. Welche Aufgaben gibt es? Sind Sie bereit, ein Opfer zu bringen, um Ihren Sohn zu retten? 9711 Marble Street. Okay, wir müssen jetzt in eine bestimmte Adresse oder zu einer bestimmten Adresse. 9711 Marble Street. Ich war es nicht, ich schwöre, ich war es nicht. Ich mache so etwas nicht, ich bringe keinen um. Nein? Warum sind Sie dann von der Befragung weggerannt? Wissen Sie doch, ich war nicht bei meinem Bewährungshelfer. Ich wollte nicht in den Knast. Hab die Cops gesehen und bin weg. Ich hab nicht nachgedacht. Seine Aussage ist geprüft. Er hat ein Alibi für 3 der Morde. Der Drecksack hat perfekt gepasst. Shit! Ash? Okay. Die Mutter von Sean Mars ist hier. Sie würde gern mit dir sprechen. Okay. Da bin ich aber gespannt. Es war vor ein paar Monaten. Mitten in der Nacht. Es hat geregnet. Ethan kam klatschnass um 3 Uhr nachts heim. Ich fragte, wo er war. Er sprach von Ertrinken, Regen. Es ergab alles keinen Sinn. Da war etwas in seinen Augen. Als wäre er nicht er selbst. Okay. Vielleicht gibt es keine Verbindung. Aber am nächsten Tag gab es einen neuen Bericht von einem Opfer des Origami-Killers. Finden Sie schon. Ich bitte Sie. Ich glaube es immer noch nicht, dass es Ethan war irgendwo, aber es klingt komisch. Wir wissen, dass Ethan Mars Ihr Patient ist. Wir hätten ein paar Fragen über ihn. Tut mir leid, das ist nicht möglich. Wie war das? Ich unterliege der ärztlichen Schweigepflicht. Ich darf unter keinen Umständen über meine Patienten sprechen. Ich muss Sean Mars lebend finden und mich interessiert Ihre Schweigepflicht einen Scheiß. Wenn Sie einen Patienten verdächtigen, sind Sie verpflichtet, es der Polizei zu melden. Tut mir leid, ich kann nicht helfen. Und jetzt gehen Sie bitte. Sie müssen uns helfen. Zu Ihrer Sicherheit. Sean, Gefühle ansprechen. Von Ihnen ab. Sagen Sie uns unbedingt alles. Drohen Sie mir etwa? Ich gebe Ihnen nur einen kostenlosen Rat, Doc. Nehmen Sie ihn an. Wir beruhigen Blake, ja jetzt erstmal Blake. Das reicht. Wir verschwinden hier. Ich werde mich über Ihr Verhalten bei Ihrem Vorgesetzten beschweren. Doktor, Sie gehen mir echt auf die Nerven. Für mich zählt nur, den Jungen zu retten. Hey. Und jetzt sind Sie so nett und sagen uns, was Sie wissen. Sonst garantiere ich für nichts. Blake, hören Sie auf. Sofort. Nicht schon wieder diese Scheiße. Nicht schon wieder. Sie haben dazu kein Recht. Komm. Ich muss doch irgendwas machen können hier. Oh Mann. Alter. Los, Doc. Wollen Sie es leicht oder schwer? Es ist. Ey, jetzt hör auf damit. Bitte. Ist nicht auszuhalten gerade. Wenn Sie Drohnen. Den Mann nicht in Ruhe lassen, melde ich Sie und Sie sind raus. Was ist denn los mit Ihnen, Norman? Kalte Füße? Wollen Sie denn Sean nicht mehr retten? Ich will Sean. Das hat überhaupt nichts mit kalten Füßen zu tun, Mann. Aber ich halte mich ans Gesetz.
Hören Sie mit dem Scheiß auf! Jetzt! Sofort! Ethan Mars hat psychische Probleme seit dem Tod seines Sohnes. Er fühlt sich verantwortlich. Eine krankhafte Neurose. Bilder ertrinken, da verfolgen ihn. Vor ein paar Wochen, nach einer unserer üblichen Sitzungen, fand ich das auf dem Boden. Es war aus seiner Tasche gefallen. Ach du Schande. Das ist natürlich genau das Schlimmste, was er hätte zeigen können. Damit wird auf jeden Fall unser Kollege sehr, sehr verdächtig, also Ethan Mars wird sehr, sehr verdächtig, dass er der Origami-Killer ist. Das ist natürlich ganz klar. Ash, setz jeden verfügbaren Mann auf Ethan Mars an. Beobachtet sein Haus Tag und Nacht. Gib einen Suchbefehl an alle Behörden raus. Beobachtet die Bahnhöfe, Flughäfen, Busstationen. Ich will jeden Kopf an seinem Arsch, damit er kapiert, dass wir es wissen. Ja, Ethan Mars ist der Origami-Killer. Ich glaub's nicht. Ich glaub das eigentlich nicht. Donnerstag, 7 Uhr. Sind hier in einer Golfanlage mit Detective Shelby. Da kommt er auch schon. Er ist ein bisschen vernarbt, der Kleine, aber ich glaube, er wird es überleben. Und ich mache mal an dieser Stelle ganz kurz Pause, denn ich muss ein bisschen meine Lautstärke runterregeln. Also bis gleich. So, Freunde, da sind wir wieder. Jetzt geht's los. Wir müssen anscheinend zu dem anderen Kollegen hier, der ganz alleine da golft. Ich weiß nicht ganz genau, wer das ist, aber ich glaube, das ist der Vater von dem Typen. Danke. Kommen Sie rein, Mr. Shelby. Möchten Sie Kaffee? Oh nein, danke. Spielen Sie? Ja, einmal. Die sind heute noch mit der Rasenpflege beschäftigt. Interessanter Sport. Man braucht Kraft, aber auch einen kühlen Kopf und Genauigkeit. Wollen wir ein paar Bälle schlagen? Hier können Sie auch keinen Rasen zerstören. Das okay. Sieht danach aus, ja. Nehmen Sie sich doch einen Schläger. Na gut, okay. Auch hier im Spiel eine Runde Golf. Auch nicht so schlecht. Ich mag ja eigentlich Golf in irgendwelchen Games. Auch GTA 5 oder sowas habe ich gerne Golf gespielt. Bälle sind im Kopf. Ich glaube, hier ist es ein bisschen anders. So, schnappen wir uns erstmal einen Ball. Jetzt bin ich mal gespannt, was der gute alte Shelby noch so drauf hat. Den Schläger richtig zu halten. Bereit machen und schwingen. Und jetzt bin ich gespannt. Oh, hopp! Nein! Ach ja je. Ich kriege das mit diesen scheiß Quicktime-Events nie hin. Es ist zum Kotzen, wirklich. So, jetzt L1. Hoch. Und runter. Runter. Warum? So. L1. Hoch. Und? Ja, besser ist. Das war nur der erste Ball. Sie sollten nächstes Mal härter zuschlagen. Na ja, schlägt den Ball natürlich irgendwo ans Ende der Welt. Aber Sie haben mich doch nicht nur zum Golfspielen eingeladen. Ich habe gehört, Sie stellen Fragen über meinen Sohn. Stimmt. Mich interessiert, ob Gordy in den Origami-Fall verwickelt ist. Das würde mich mal auch interessieren. Also er wirkte ja auf jeden Fall so, aber andererseits ist so richtig wie der Killer wirkt er jetzt auch nicht. Also keine Ahnung. Ey, ich hasse es, dieses...
dieses Runter, das ist echt für mich eine halbe Katastrophe. Ey, ich verstehe es nicht. Oder der Controller ist im Arsch oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. So, besser ist. Geht das nicht immer also, so gut, wie ich mir das eigentlich vorstelle? Dann muss ihn ja meine Ermittlung nicht beunruhigen. Sie brauchen gegen meinen Sohn nicht zu ermitteln. Er hat damit nichts zu tun. Bei allem Respekt, Mr. Kramer. Ich allein entscheide, gegen wen ich ermittle. Ja, da hat er nichts zu sagen. Ich bin ein einflussreicher Mann, Mr. Shelby. Und oh ich je. Zahle gut für Loyalität. Wollen Sie mich bestechen? Sagen wir mal, ich biete Ihnen eine Entscheidungshilfe. Für wie viel lassen Sie ihn in Ruhe? Ach du Scheiße, ey. Sind wir hier bei der Mafia, oder was? Das zieht bei mir nicht. Bleiben Sie meinem Sohn fern, Mr. Schultz. Sonst bedauern Sie es. Schönen Tag noch, Mr. Kramer. Okay, das macht ihn auf jeden Fall nur noch verdächtiger. Ich glaube, man sollte wirklich nach dem Sohn noch mal ein bisschen nachforschen. So richtig... weiß nicht. Ich bin im Moment, obwohl ich es mal gespielt habe, bin ich irgendwie komplett ahnungslos, was den Killer angeht. Ich habe echt keine Ahnung gerade. Da bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall wieder zurück bei Ethan Mars. Wir werden gleich Ethan Mars wieder spielen. Der Junge. Mittlerweile wird er verfolgt auch vom FBI, von der Polizei. Uiuiui, es wird auf jeden Fall heftig. Donnerstag, 7 Uhr 47. In den Raum soll es wohl gehen. Das ist hier die Marple Street. Da soll Ethan Mars hingeführt werden vom Origami-Killer. Oh, ein Rädchen. Oh, zwei Rädchen. Das sieht jetzt nicht so wirklich einladend aus. Und die Frage ist, was sollen wir hier? Was sollen wir hier machen? Hier ist irgendwie so ein Spielzeug Eidechsen oder so, aus Porzellan, ja. Porzellan sehen neu aus und passen nicht zu dem restlichen Müll. Okay, schmeißen wir mal wieder auf den Boden, okay. Eidechsen aus Porzellan. Hier ist auch wieder eine Eidechse. Ich denke mal, die soll den Weg zeigen. Bin da gerade ein bisschen unschlüssig. Wir brauchen jetzt aber auch nicht jede aufheben. Denke ich mal. Heben wir die nochmal auf und gucken hier nochmal. Okay, gehen wir jetzt einfach mal durch die Tür. Irgendwas werden uns die Eidechsen sagen. Irgendwas müssen wir mit den Eidechsen noch machen. Vielleicht Tür aufschließen oder so. Ja, ist abgeschlossen. Auf der Tür ist eine grüne Eidechse. Also denke ich mal, dass wir auch zur grünen Eidechse gehen müssen. Das wäre die hier eigentlich. Hatten wir die nicht eben schon in der Hand? Ah, okay, da ist was drin. Ja, okay. Kann man die nicht kaputt schlagen? Hopp. So, okay. Genau so.
Und da hätten wir den Schlüssel, Gott sei Dank. Jetzt können wir durch die Tür durch. Und ich bin gespannt, was sich hinter der Tür verbirgt. Der Sohn wird's nicht sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Der Sohn wird's nicht sein. Es wird wieder ein Rätsel sein. Ein ziemlich mieses, habe ich das Gefühl. Ach du Scheiße. Ein Tisch irgendwo im Zimmer. Mit, ich weiß nicht, einer Videonachricht oder so? Ja. Oh nein. Das muss so jetzt nicht sein. Aber wir müssen. Und ich frag mich gerade. Nee, vielleicht sollten wir... Kann ich wieder aufstehen? Ich kann leider nicht aufstehen, scheiße. Vielleicht hätten wir uns vielleicht vorher noch umsehen sollen. Aber egal, hier ist die Nachricht. Sind Sie bereit zu leiden, um Ihren Sohn zu retten? Oh nein. Sie haben 5 Minuten Zeit, um sich vor der Kamera ein Fingerglied abzuschneiden. Nein. Schaffen Sie es, bekommen Sie Ihre Belohnung. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Okay. Wir müssen jetzt erstmal durch die Gegend gucken und dann erstmal schauen, ob man vielleicht alles irgendwie verhindern kann. Das ist eine Schere. Alter. Nee. Schere kannst du wieder hinlegen. Die Schere nicht wieder hinlegen. Es gibt aber auch nichts anderes hier im Zimmer. Irgendwie. Ich glaube fast, dass wir das echt machen müssen, ne? Ah, doch. Okay, alles klar. Ich habe hier irgendwo... Sie haben noch 4 Minuten und 30 Sekunden. Eine Säge, okay. Was ist da? Was denn hier? Achso, ist das ein Beil oder was? Ja, das ist wahrscheinlich das Beste. Oh Mann. Müssen wir ihm jetzt wirklich den Finger abtrennen? Gibt's nicht eine andere Möglichkeit? Irgendeine andere Möglichkeit? Wird's doch eben... Ja. Komm, egal. Was sein muss, muss sein. Da wäre noch eine Axt. Ist eine Axt besser? Eine Axt ist besser, oder? Ist eine Axt besser? Ich weiß es doch auch nicht. Aber ich komme, glaube ich, an die Axt gar nicht ran. Ich glaube, man kann an die Axt gar nicht ran. Doch. Okay. Die Axt nehmen wir. Die Axt nehmen wir. Okay, alles klar. Los geht's. Auf geht's, ab geht's. Wir müssen loslegen. Wir müssen Sean retten. Ah. Boah, das ist heftig. Das ist so heftig. Das ist so heftig. Das ist so heftig. Tun. Oh mein Gott. 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 Oh Scheiße. Nein. Was kann ich sein? Nein, 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 nein. Ich glaube, wir müssen es tun. Wir müssen es einfach tun. Wir müssen es einfach tun. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Für Sean. Für Sean. Für Sean. Oh.
Au. So, was ist jetzt? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Unter dem Tisch? Oh nee. Da hätte man sogar drauf kommen können, oder? Aber da ist der nächste Hinweis. Der nächste Hinweis, um Sean irgendwie zu retten. Komm schon. Da ist das Video. Okay, er ist kurz vorm Ertrinken, aber er lebt noch, er lebt noch. Wir können es noch schaffen. Wir können es noch schaffen. Roosevelt. Nee, keine Ahnung. Wir brauchen noch ein paar Hinweise, um wirklich Sean zu finden. Ah, Ethan, du tust mir so leid. Aber du tust alles für deinen Sohn, nur für deinen Sohn. Es geht nur noch um deinen Sohn. Ja, und ich würde sagen, damit ist auch die Folge beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Und lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Danke und ciao. Ash, I want to assign every available man to finding Ethan Mars. To keep an eye on the train stations, the airports, the bus terminals. I want every cop in the city on his ass. And if he moves, we know about it.